herzlich willkommen, last but not least, zur finalen Session hier im Cube. So schnell geht das immer alles vorbei, wenn man eine gute Zeit hat. Und wir sind also angekommen bei der letzten Session, die da heißt, wie Menschen mit Geschichten die Welt verändern wollen. Und wir werden das jetzt, glaube ich, gleich auch tun. Es liegt nämlich eine interaktive Session vor uns. Mein Name ist Rona und ich hatte die letzten Tage die Freude, euch hier durch die Sessions zu führen im Cube. Und jetzt auch noch euch kurz Christiane Brandes-Fisbeck vorzustellen, die hier bei uns ist. Und wir kennen ja diese Narrative vom Tellerwäscher zum Millionär. Mütter brauchen ihre Kinder und die Roboter, die nehmen uns alle die Jobs weg. Das sind diese Narrative, die uns täglich umgeben und gerade in Zeiten von großem Wandel auch ein bisschen unser Handeln bestimmen sollen. Und wir werden uns damit jetzt mal genauer auseinandersetzen. Christiane ist hier. Sie ist die Co-Autorin von Netzwerk schlägt Hierarchie und Fit for New Work. Sie hat viele Jahre als Fernsehproduzentin und Online-Chefredakteurin unter anderem bei Bertelsmann gearbeitet und dann sich schon vor einigen Jahren selbstständig gemacht und arbeitet jetzt mit Unternehmen daran, auch die Führung ins digitale Zeitalter zu bringen unter anderem und hat ihr ganzes Wissen jetzt in zwei spannende Bücher verpackt. Und noch toller ist, dass sie jetzt hier bei uns auf der Bühne ist, um mit uns also interaktiv an diesen Narrativen zu arbeiten. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Dankeschön, schön, dass ihr da seid und freue mich auf die tolle, spannende letzte Stunde hier im Cube. Ganz viel Spaß. Dankeschön. Danke, Ulla. Also ich finde es ja schon mal super, wie groß dieser Cube geworden ist, weil wer von euch war früher noch im Würfel, als der Cube noch ein Cube war und habt ihr es wiedergefunden? Das war ja auch nicht hier, ne? Also jedenfalls ist es toll, wie die Media Convention, die Republika sich ändert, so wie wir auch, Transformationen überall, wo man hinguckt. Und ich wollte jetzt mit euch über Geschichten sprechen. Es hört sich ja erstmal so langweilig an, so Storytelling ist auch in aller Munde und ich will euch jetzt auch gar nicht das erzählen, was ihr wahrscheinlich schon in den letzten 100 Jahren gehört habt, dass Geschichten erzählen so wichtig ist, sondern mein Thema ist eigentlich, dass wir Menschen von Menschen lernen. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit Führungskräften gearbeitet und werdenden Führungskräften und mache es ja auch immer noch. Und ich war immer so die Begeisterte, hey Leute, wir müssen in die neue Zeit, die Digitalisierung ist eine Chance für uns. Für alle Menschen, die gerne sich entfalten wollen, die kreativ sein wollen, die mehr aus sich machen wollen, das ist jetzt die Zeit und wir müssen da jetzt hingehen. Und ich war mal so euphorisch und dann war es so, dass ich dann oft die Einzige war, die euphorisch war im Saal. Und das Beste war, als ich mal bei den Freunden der Zeit war, da sagte dann der Moderator, naja, Sie sind ja so positiv, aber was ist mit uns? Und da habe ich gedacht, genau, es fehlt hier etwas. Und das ist die Idee, dass man nicht Menschen ändert, sondern dass man selber an sich arbeitet und dann dadurch, dass man selber sich verändert im Laufe der Zeit, andere Menschen zeigt, dass das geht. Und deshalb ist für mich so das zentrale Thema im Moment die Heldenreise. Ich habe jetzt erstmal das englische Chart gezeigt, die Hero's Journey von Campbell. Mir geht es gar nicht so sehr um das Wort Held, wobei Superkräfte sind ja was total Wichtiges heute und auch Superhelden, aber mir geht es eigentlich darum, dass jede und jede von uns ein Held sind, weil wir uns etwas Neues trauen und es wagen, von der bekannten Welt in die unbekannte Welt zu gehen und hier diese Schwelle zu überschreiten, hoffentlich. Und diese Schwelle ist das, wo immer die meisten nicht rüber wollen. Warum? Weil im Moment ist es schön und bequem und ich kenne mein Leben. Und selbst wenn manche Sachen nicht so toll sind, ich kenne auch mein Leid. Und es ist ja so viel einfacher zu jammern und sagen, ja, ich bin das nicht geworden, weil ich hatte einen doofen Chef und das nichts geworden, weil die Gesellschaft hat mich nicht gelassen. Das ist auch alles schön, wenn man das sagt, nur es hilft uns ja nicht weiter. Und deshalb für mich ist das Thema Self-Empowerment, dass ich mich selber ermächtige und mich selber dazu bringe, mich zu trauen, in diese unbekannte Welt zu gehen. Und ich bin ja auch nicht die Erste, die das macht. Also sonst wird es ja nicht so einen Kreis geben. Es ist ja das, was Menschen vielleicht schon immer machen, seitdem es die Menschheit überhaupt gibt, freiwillig oder unfreiwillig. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, diese Schwelle muss krass hoch sein, damit ich springen kann. Und wenn ich nicht springe, fühlt es sich nicht gut an, weil dann kann ich vielleicht auch nicht darüber reden auf einer Konferenz. Ich habe dazu eine andere These. Meine These ist, dass es eigentlich am schönsten ist, wenn man diese Reise sanft beginnt. Vielleicht auch, weil ich eine Frau bin und es nicht so gerne mag, wenn es so super stressig ist. Und ich sage mir so, okay, ich gehe jetzt mal vom Bekannten in die unbekannte Welt. Und was mir dann immer am meisten hilft, sind diese Mentoren und diese Helpers, die ich da leider abgeschnitten habe, also Menschen, die ich kenne. Deshalb bin ich gerne in Netzwerken und mir gefiel auch die Idee von unserem Bundespräsidenten, der Montag gesagt hat, lasst uns doch von den Netzwerken zu dem Verbundensein gehen. Lasst uns was zusammen machen.
Und wenn wir alle in diese neue Welt gehen, dann sind wir nicht allein und wir können uns untereinander helfen. Und wir haben ja auch alle unterschiedliche Qualitäten und Fähigkeiten. Und so anstrengend das ja auch ist, mit verschiedenen Menschen zu leben. Aber das ist ja auch das, was es interessant macht. Und wenn man dann gemeinsam losgeht und von anderen Leuten lernt und sich nicht zu schade ist, dann ist man auch auf einmal in der Lage, sich zu verändern, mit den Veränderungen zu leben. Und dann das dann auch gut zu finden und zurück in die bekannte Welt zu gehen, die dann aber eine neue ist. Und so ist das ein ewiger Lernkreislauf. So, was brauchen wir für Transformationen, um das zu tun, was ich gerade erläutert habe? Aus meiner Sicht brauchen wir eine collaborative intuition, auf Deutsch kollaborative Intuition. Und für diese Idee, die mir jetzt als Begriff gerade erst in den letzten Wochen gekommen ist, habe ich eine Firma gegründet. Das hört sich ein bisschen absurd an, habe ich aber. Die heißt jetzt Innovation GmbH, also Ahoi Innovation, weil ich bin ja Christiane Ahoi, wisst ihr ja alle von Twitter. In Flensburg, Blick auf die Förde gegründet, meine erste Firma, aber jetzt habe ich eine GmbH gegründet. Und mir geht es darum, diese kollaborative Intuition in Unternehmen und Organisationen, aber auch in der Gesellschaft zu entwickeln, dass wir alle zusammen in unserer Unterschiedlichkeit was zusammen machen. Und um das tun zu können, brauchen wir eben überzeugende Geschichten. Geschichten unserer eigenen und auch von anderen Menschen, die wir dann erzählen, zusammen erzählen. Und deshalb mein Thema ist Narrative und Storytelling für die Transformation, die eigene, aber auch die Welttransformation. Und das Thema digitale Revolution oder neue Renaissance muss ich nicht so erwähnen, weil das sind inzwischen Binsenweisheiten. Warum sind Narrative so stark? Weil Menschen sowas beherrschen, die wir nicht immer gut finden. Dieser Mensch gilt als allgemein als charmant und schade, dass er so früh gestorben ist. Der ist umstritten, je nachdem, wo ich gerade stehe, aber mein guter Geschichtenerzähler hat das ja auch gelernt als Schauspieler. Und das ist der Mann, den wir mit Narrativen verbinden und weshalb das Wort auch im Moment negativ besetzt ist, obwohl es es eigentlich nicht sein müsste. Aber der hat es voll drauf. Der macht das kurz und bündig über ein angesagtes Medium, was eine hohe Reichweite hat und damit definiert er so viel Welt, dass das manche toll finden und manche nicht aushalten. Und warum machen das nur diese Kerle? Warum machen wir das denn nicht? Das ist das, was mich antreibt. Das heißt, Geschichten definieren unsere Wahrnehmung und es gibt Geschichten, die finde ich cool, die hier zum Beispiel. Ja, das ist eine Stadt, die weiß, was sie kann und die auch kein Problem damit hat zu sagen, ja, das können wir halt nicht und dann zucken sie halt mit den Schultern. Mist, das habe ich jetzt leider falsch animiert, das ist ganz bescheuert. Also ich habe da drunter Bilder, vielleicht ist es ganz gut so, also ich bin ja sehr schicksalsgläubig. Ich erzähle euch mal, was ich darunter gezeigt habe. Das ist ein Bild von dem Roboter, der uns als Menschen, als arbeitende Menschen verdrängt. Das Narrativ von der Roboter kommt und wir sind alle arbeitslos und leben im Pappkarton und sind arme Menschen, ein elendiges Heer. Dann habe ich hier ein Narrativ, das wollen wir auch alle nicht sehen, über das arabische Männer deutsche Frauen vergewaltigen, damit deutsche Männer gekränkt werden. So, da sind noch ein paar andere dahinter, die wir alle nicht sehen wollen. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass ich sage, Leute, das wollen wir alles nicht mehr hören. Das wird zu oft wiederholt, nicht nur auf Facebook. Wir wollen unsere eigenen Geschichten erzählen. Und deshalb bin ich dafür, dass wir jetzt gemeinsam in Narrativen eine positive Zukunft gestalten. So, ich bin ja auch so ein bisschen Uni-Tante, Vorlesung. Und jetzt kommt dieser Vorlesungsteil, also so ein Vorlesungsblock. Es war nur ganz kurz. Fängt damit an, Narrativ, das, so ein bisschen lexikonartig. Ne? Was ist mit Narrativen? Erstmal heißt Narrativ eigentlich nichts weiter von Narrative oder Narrativ erzählen. In der Soziologie haben wir gesagt, Narrative sind sinnstiftende Erzählungen, die Einfluss haben auf das, wie wir die Welt wahrnehmen und die vor allen Dingen auch Werte und Emotionen von einer bestimmten Kultur definieren. Und das ist der Teil, den ich besonders interessant finde, dass Werte und Emotionen durch Narrative bestimmt und auch manipuliert oder auch wie in Common Sense gebracht werden kann. Das war dieser Tellerwäscher vom Millionär, bis wir wussten, dass Trump ja auch vorher schon Millionär war und dann war die Geschichte kaputt. Das ist ein kaputtes Narrativ. Und wenn Narrative kaputt gehen, müssen wir halt gucken, dass wir neue aufbauen. Oder wenn wir sagen, sie sollen gar nicht erst groß werden. So. Und die Funktion ist also, dass wir die Möglichkeit haben, gesellschaftliche Orientierung zu geben mit einem Narrativ, dass wir Zuversicht geben können und Veränderung bewirken.
Wie macht man das? Indem man das Denken und Handeln mittels Erzählungen und Bilder leitet, die eine Legitimation haben. Und das Thema Legitimation ist eigentlich das Wichtigste, weil es funktionieren nicht alle Geschichten und Erzählungen, sondern nur die, die eine Legitimation haben. Warum hat es Kevin Kühnert so schwer? Weil die Idee von dem Kollektiv BMW viele Menschen überhaupt nicht verstehen. Es hat im Moment noch keine Legitimation. Das kann vielleicht noch mal kommen. Und im Moment gibt es ja halt viele Leute, die erklären, die sagen, das geht nicht um Enteignung, wir wollen nicht zurück in die DDR, wir wollen auch keinen Kommunismus, sondern das bedeutet diese Idee, dass viele unterschiedliche Menschen gemeinsam etwas bestimmen und gemeinsam entscheiden und dass dann eine Organisation besser funktioniert. Und da geht es noch nicht mal um, wer ist die juristische Person und wem gehört das Unternehmen. Es geht erstmal nur mal darum, dass wir als Menschen zusammen etwas bewirken können. Das ist ja die Grundidee. Aber dieses Narrativ ist so weit weg von allem in unserer Bundesrepublik, dass wir, die wir verstehen, worum es da geht, jetzt anfangen könnten, Geschichten zu erzählen, die diese Idee übersetzen. Ich war letzten Freitag auf einer Veranstaltung, die heißt Mediendialog in Hamburg. Da war Wolfgang Blau, den ja einige von euch auch kennen, die Journalisten zumindest. Der ist jetzt International Director von Condé Nast. Und mein Herz ging auf, weil der sagte, wir brauchen europäische Narrative, wir brauchen keine Plattform, sondern wir brauchen Menschen, idealerweise 10 Geschichten am Tag, und alle Medien in Europa teilen die freiwillig über Facebook, damit es da nicht so viel rechten Populismus gibt. Die Leute saßen da alle, die Journalisten, das ist ja PR, das können wir nicht machen. Aber im Grunde ist es genau das, Narrative sind so eine Art Propaganda und PR, nur wir machen es jetzt für die gute Seite. Und jetzt kann man sagen, ich will das nicht, weil ich bin Journalist oder ich möchte niemanden beeinflussen. Das Dumme ist nur, wenn wir uns in unseren komplizierten, tiefgehenden Diskussionen verstricken, dann sind Menschen, die eine Lösung haben wollen, irritiert und sagen, hä, was, die wissen ja gar nicht, was sie wollen. Und dann glauben doch wieder alle das Narrativ, was ich Gott sei Dank eben aus Versehen verdeckt habe. Nämlich das Einfache, das, was wir vielleicht nicht hören wollen. Und das ist der Grund, weshalb wir Narrative entwickeln müssen, neue. So, jetzt ist die Frage, warum gibt es diese neuen Narrativen nicht? Warum gibt es immer nur diese alten, die es immer schon gab? Warum ist das so schwer, die zu entwickeln? Meine These ist, dass Narrative aus einer Gemeinschaft erwachsen müssen, und das sind wir. Wir hier erzählen Narrative, die in die Welt getragen werden können. Und hier sind auch Menschen, die wissen, wie das geht. Wir tragen sie schrittweise in die Gesellschaft. Und gerade jetzt in Zeiten des Wandels sind Narrative besonders wirksam. Das bezieht sich hier zwar auf Zeitschriften, aber es ist egal. Seit 2015, also seit der Wahl von Trump, ist es die Zeit der Narrative. Wir haben Hochkonjunktur. Wie gesagt, im Moment sind es noch die einzigen, die schon auf das Ewiggestrige sich beziehen. Es ist nämlich sehr, sehr, sehr kompliziert, aus unserer versachlichten Welt, wo es nur um KPIs und Wirtschaftserfolge und um Gewinnmargen und um Gewinnoptimierung und Lean Management geht, auf einmal über Geschichten etwas zu vermitteln, weil die meisten von uns schon gar nicht mehr richtig erzählen können. Viele Menschen sind so gestreamlined und so selbstoptimiert, das fängt schon mal damit an, man steht morgens früh auf, dann geht man joggen, dann hat man eine Meditations-App und dann geht man gut gelaunt in die Firma und dann arbeitet man seine To-Do-Listen ab und zwischendurch sind Meetings und bei den Meetings mache ich noch ein bisschen WhatsApp zwischendurch und dann abends gehe ich schnell nach Hause, dann gehe ich noch zu irgendeinem Meeting, weil ich muss ja netzwerken und dann falle ich irgendwann erschöpft ins Bett. Wo will man da die Kraft und die Energie für eine Geschichte entwickeln, in dieser durchgemanagten Welt, in der wir jetzt leben? Achso, Social Media habe ich vergessen. Das heißt, wenn wir Narrative entwickeln wollen für eine neuere Welt, dann wäre es gut, wenn wir Zeit hätten zum Nachdenken oder wie man früher gesagt hat, die Seele baumeln zu lassen. Ich habe gestern einen Vortrag gehört von jemandem, Professor Teun, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist so ein total obercooler Typ, der hat so gesagt, also ich arbeite nur mit Firmen, die mein Buch gelesen haben und das ist mal eben so die Geschichte des Büros und die Geschichte des Abendlands und warum Renaissance so wichtig ist. Und Leute, die das nicht gelesen haben, die nimmt er gar nicht mehr an. Und weil er aber so gut ist im Entwickeln von neuen Ideen, lesen die alle sein Buch. Das ist unfassbar. Leute, die sonst gar keinen Bock auf sowas haben. Das heißt also, unsere Aufgabe wäre es, ein bisschen mehr zu überlegen, wie könnte das eigentlich so werden, was wir wollen. Und dann deshalb ist es so schön, was wir Kreativtechniken auf einmal wiederentdecken und innovativ sein wollen. Und wir wissen alle, Innovation entsteht, wenn Flow ist, am besten ohne Rezepte. Wenn ich auf Twitter lese, mein Innovationsrezept ist ABC, dann könnte ich diesen Tweet irgendwie, weiß ich nicht, ich könnte mein Handy wegschmeißen, das regt mich so auf. Es gibt keine Rezepte dafür. Das sind Dinge, die kommen, die sich entwickeln in Gesprächen bei Veranstaltungen wie die Republika und die Media Convention und in anderen Zusammenhängen. Die entstehen, weil wir auf einmal die Idee des Growth Mindsets leben, des offenen
Hirns, des offenen Denkens, des offenen Herzens und auch des offenen Gefühls, dass wir auf einmal Intuition zulassen und wieder auf unser Gut-Feeling achten. Bisher war das Fixed-Mindset der Standard. Das ist das, was die Wirtschaft heute bestimmt. Der Chef, der weiß, was er will. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn ich meine Meinung ändere, glauben meine Mitarbeiter, ich weiß nicht, was ich will. Ich werde unglaubwürdig. Ihr wisst das, Ansage, Kontrolle und so weiter. Das ist das, was bisher erfolgreich war. Und jetzt sind wir in dieser Welt, wo jeder Fünfte keinen Bock mehr auf seinen Job hat, wo die meisten Leute ihre Chefs nicht mögen, wo alle Menschen, die ich treffe, darüber nachdenken, sich beruflich zu verändern, aber nicht genau wissen, was sie wirklich wollen, alle auf Sinnsuche sind. Das ist eine gute Welt. Das ist Growth Mindset. Und in dieser Zeit können wir natürlich auch Narrative entwickeln. Unser Hirn ist in der Lage, Ideen und Geistesblitze zu entwickeln. Das ist das, was wir gleich machen, alle zusammen. So, jetzt komme ich doch mit dem Rezept, weil es geht nicht anders, wir haben nicht so viel Zeit. Elemente eines Narrativs, wie entwickelt man sowas? Als erstes erkennen wir erstmal ein Problem, dann haben wir den Mut, es zu erkennen, dann haben wir den Willen, es zu lösen. Als nächstes entwickeln wir die Kraft, dieses Ziel zu erreichen. Und ich sage euch, Entschlossenheit ist das wichtigste Thema hier. Wenn ich über Digital Leadership, also Führung im digitalen Zeitalter spreche, sage ich immer einen Satz. Entschlossenheit, auch wenn mal was schief geht, weitermachen. Ich habe zuletzt als Personalchefin bei einer Bank gearbeitet und da hieß es schon am ersten Tag, pass auf, wir sind hier so drauf, wir gehen geradeaus und wenn der erste Kieselstein kommt, drehen wir um. Das ist nichts für Innovation und Transformation. Ne? Wir müssen entschlossen bleiben und die Kraft haben, unser Ziel zu erreichen und es eben auch erstmal zu beschreiben und dann auch zu erreichen, die Verpflichtung es zu erfüllen. Und nach da kommt wieder die Heldenreise. Weil wir haben ja keine Narrative von dem, wo wir hinwollen, sondern wir können nur Narrative davon erzählen, wie wir den Weg finden und was wir erlebt haben und wem wir gesprochen haben. Das ist im Moment das Narrativ, was es gibt. Wir haben vielleicht noch nicht so die große Zielvorstellung, aber wir wissen, es soll anders, besser, schöner und gerechter und für alle Menschen so sein, dass sie möglichst glücklich sein können. Also Narrative für eine bessere Welt. Und jetzt gebe ich ein Beispiel aus dem Unternehmertum, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist keine Werbung, das sind keine Kunden von mir. Verena Balsen, Ur-Ur-Enkelin von Hermann Balsen, dem Gründer der Keksfabrik aus Hannover. Hermann Balsen hat den Leibniz-Keks entwickelt. Und ihr wisst, dass Keks vielleicht eine Variante von Cakes ist, weil die Deutschen nicht so gut Englisch können. Und die Dynastie hat sich eigentlich immer als Keks Firma betrachtet oder als Keksfabrik oder Keksproduzenten. Und Verena ist Mitte 20, ist eine von vier Kindern von dem jetzigen Firmenchef, der allerdings auch seit ein paar Monaten nicht mehr Chef ist, aber eigentlich so derjenige, der in der Eigentümerfamilie gerade das Sagen hat. Und Verena sagt, so wie viele Leute in ihrem Alter, ich glaube, wir müssen alles neu denken. Und Kekse wird keine Zukunft haben, weil sie lebt vegan, sie mag keinen Zucker und sie hat auch andere Sachen entwickelt, unter anderem eine Innovationsagentur mit einem Restaurant, was es hier in Berlin gibt, das heißt Hermanns, nämlich nach ihrem Urgroßvater, den sie sehr bewundert, weil sie eine Sache richtig sieht, sie sagt, eigentlich war er gar kein Keksfabrikant, sondern er war einer, der Finden findet. Der Typ, ihr Urgroßvater, hat einfach nach einer Geschäftsidee geguckt, damit der er Geld verdienen kann. Und dann kam diese Idee mit den Keksen. So, und jetzt überlegt mal, was Startup-Gründer machen oder innovative Menschen heutzutage. Die gucken sich einen Markt an, entwickeln eine Idee und sagen, das machen wir jetzt. Und wenn sie feststellen, der Markt ist nicht da, dann pivotieren sie halt und entwickeln die Idee weiter. Das hat dieser Typ vor so langer Zeit auch schon gemacht. Und eigentlich machen das wahrscheinlich alle Unternehmer. Das heißt, für sie ist der Erfolgsfaktor in der DNA finden. Das heißt, eine Firma, die sich an das Finden erinnern muss, nicht mehr zwingend Kekse produzieren. So, und das ist jetzt mein Bogen zum Narrativ. Die müssen nicht mehr erzählen, wir machen Kekse, sondern die können jetzt sagen, wir sind eine Firma und unsere DNA ist das zu finden, was im Moment gut funktioniert. Und jetzt gucken sie sich den Foodmarkt an und sagen sich, ja, wo sind die Trends und welche Trends passen zu uns? Und da gibt es bestimmte Foodtrends, die sind halt nicht so mit den Werten dieser Firma kompatibel, das machen sie halt nicht. Und andere Sachen vielleicht. Und sie sagen, wir wissen noch nicht, wir reden, wir diskutieren, wir haben uns ein Jahr Zeit gegeben, um rauszubekommen, wo wir hinwollen und dann Zeit. Also das sind so Dinge, die man nicht so oft hört in Unternehmen. Dann das zweite Beispiel, was mir natürlich noch mehr liegt, ist neues Arbeiten. New Work habe ich jetzt extra nicht geschrieben, weil der Begriff ist inzwischen so verwässert, dass viele Menschen das gar nicht mehr aushalten, über New Work zu sprechen, weil es dann immer nur um Kickertische geht und Sneakers und Lounge Chairs.
Und das ist eine Überschrift von ein Auszug aus der Zeitschrift Neue Narrative, die ich sehr schätze. Und die haben da mal neue Arbeiten mit diesen Begriffen definiert. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Optik, sondern mir geht es einfach darum, dass neues Arbeiten ganz stark mit Gesellschaft, mit Wertewandel und mit Arbeitsräumen zu tun hat. Und zwar Arbeitsräume, die uns Freiheiten geben. Und dieser Professor Tornje, den ich gestern erwähnt habe, hat erzählt, wie das Büro entstanden ist. Das fand ich so großartig. Das Büro haben Mönche entwickelt. Und zwar nur deshalb, weil sie es leid waren, im Stehen Bibeln abzuschreiben. Und dann hat einer mal einen Tisch gebaut. Und dann hatten sie aber nicht so viel Werkzeug. Und dann haben sie irgendwie so Holz gehabt. Und das war dann ganz grob obendrauf. Und dann wollten sie da diese wertvollen Bibeln nicht raufschreiben. Und hat jemand dann ein Tuch darüber gelegt. Und das war der erste Schreibtisch, den es gab. Und es ging eigentlich darum, Arbeit zu erleichtern und Arbeit schöner zu machen. Und dann auf einmal wurden das dann Büros, wo Menschen vorne sind und andere Menschen beaufsichtigt haben und man nicht aufs Klo gehen darf. Ihr wisst, dass es in Amerika heute noch so ist, dass Leute Windeln tragen, weil sie ihre Produktionsstätte nicht verlassen dürfen. Da sind wir im Moment. Und das ist das, was wir nicht mehr wollen. Wir wollen eher so Büros, das ist Philips, ist nicht das beste Bild, aber ich habe jetzt gerade kein anderes gefunden. Das soll für mich jetzt so die Welt darstellen. Ich sitze also hier in so einem Massagestuhl und mir geht es gut, ich habe die Welt im Blick und entwickle was Neues. Und natürlich gehört da noch Natur dazu und alles das, was Arbeiten angenehm macht. Erfolgsfaktor, Freiheit, ist auch ein Narrativ, was gut funktioniert für neues Arbeiten. So, dann habe ich hier noch so ein paar Storytelling-Beispiele, aber die wollte ich euch jetzt gar nicht so vorleben, weil jetzt seid ihr nämlich dran. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit euren Nachbarn, die rechts und links neben euch sitzen, zu zweit oder auch zu viert oder zu dritt oder wie ihr Lust habt, einfach mal überlegt, was für ein Narrativ für das Thema, was euch beschäftigt, also was für ein Narrativ ihr für eine Sache, die euch beschäftigt, entwickelt könnt. Und ich sage euch, ihr seid nicht die Ersten, mit denen ich das mache. Ich habe das nämlich jetzt schon öfter gemacht und es funktioniert super, weil ihr kriegt das hin. Ich gebe euch jetzt so eine Viertelstunde Zeit und dann kann irgendjemand die erste Narrative vorstellen. Das heißt, die meiste Zeit wird wahrscheinlich darauf vergehen, dass ihr euch erstmal überlegt, was für ein Thema wollen wir machen und dass ihr dann diese Schrifte entwickelt. Das heißt, das Problem ist, ich habe den Mut, es zu erkennen, weil wir sprechen es an, wir wollen dafür ein Narrativ entwickelt, wir haben den Willen, es zu lösen und dann findet ihr einen Satz oder eine Aussage, mit der man weiterarbeiten kann. Und wenn ihr ganz, ganz toll seid, twittert ihr dieses Narrativ mit Hashtag Narrative und dann können wir die dann nochmal vielleicht später finden oder kuratieren. So, diejenigen, die keine Lust dazu haben, dürfen auch gerne gehen, das ist überhaupt nicht schlimm. Und vielleicht kennt ihr auch andere Leute hier im Raum, die nicht neben euch sitzen und dann findet ihr euch zusammen. Also mir ist es jetzt auch wichtig, dass ihr euch zusammenfindet, Positionsänderung ist ja auch ein Perspektivwechsel, macht alles das, was ihr braucht. Aber so spätestens um 20 vor geht es dann hier weiter und ich würde euch wirklich bitten, eure Narrative zu teilen. Und alle Leute, die Übung bisher gemacht haben, haben gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Jetzt habe ich jetzt schon mein Learning vorweggenommen. Aber das ist so, nur um ein paar Leute zu motivieren, hier zu bleiben. So, wenn es Leute gibt, die gerne Narrativ entwickeln wollen, aber nicht wissen, was, ich gehe gleich mal ein bisschen rum und gebe mal so ein paar Tipps, okay? Machen wir so. Gibt es irgendwo eine Gruppe, die mit mir zusammen brainstormen möchte? Ich muss ja ein bisschen weiterreden. Was wird hier aufgenommen? Gracias.
Kreis und so weiter. Also, ja? Okay, das ist das weg mal. Vielleicht noch eine kleine Denkhilfe. Man kann zu Narrativ auch sagen, dass das eine Variante von Glaubenssatz ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel immer glaube, was Hans nicht lernt, lernt Hans, nee, was Hänsel nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und wir jetzt aber über Growth Mindset sprechen, dann stellt sich ja auf einmal heraus, ah ja, es funktioniert ja doch. Und dann könnt ihr so einen Glaubenssatz neu erzählen. Das ist dann auch ein neues Narrativ. Nur um es hier ein bisschen einfacher zu machen für die Leute, die Lust haben auf die Übung. Thema für Narrative. Wir haben das mal einmal gemacht hier für ein Orchester, wo so viele AfD-Mitglieder waren, die aber immer im Ausland spielen. Ja. Und ein Drittel der Orchestermitglieder sind aber AfD-nah und mögen gar keine Menschen, die anders sind. Also die haben ähnlich wie ihr auch neue Narrative entwickelt. Das ist ein super Thema. Also da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mal drüber nachdenken, wie man so Geschichten erzählen kann. Ich aber weiß noch nicht genau, ich brauche ein bisschen Hilfe für die Aufgabe gerade. Genau, also das Problem ist, dass Menschen, obwohl sie im Ausland sind, dennoch homophob sind oder ausländerfeindlich. Xenophob. Ja, alles was fremd, was anders ist. Genau. Und der Mut ist anzuerkennen, dass wir das sagen, dass wir nicht darüber hinwegdenken und sagen, ach, das ist nicht so schlimm und das sind nur ein paar Leute und die spinnen alle, sondern wir sagen, nein, das ist ein großes gesellschaftliches Thema weltweit, dass Menschen xenophob sind. Ja. Das heißt, der Glaubenssatz, den wir kaputt machen wollen, ist, ich gehe ins Ausland und werde weltoffen. Ja. Ja, und jetzt seid ihr dabei, Narrative zu entwickeln. Aber muss ich nicht ein positives Statement machen? Ja, das ist ja jetzt erstmal nur die Herleitung. Okay, also ich habe das Problem entdeckt. Ich entdecke das Problem, ich erkenne es an, das ist wie im Coaching. Ich erkenne an, dass es da ist. Ich verstehe auch, warum Leute das haben, weil sie nämlich Orientierung brauchen, weil sie unsicher sind. Und jetzt gehe ich ins positive Narrativ. Das vielleicht brauchen die Leute, die mitgehen. Vielleicht brauchen die Leute, mit denen sich auseinandersetzen. Vorher vorbereitet. Jetzt geht ihr ins Narrativ. Jetzt sind wir gleich schon bei Punkt 3. Ja. Also Punkt 1, genau. Das Problem zu erkennen, dass das Menschen... Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ja?
Antenne haben und so. Ich glaube, das wird nicht mehr. Also nicht so viel Zahlengläubigkeit, mehr Intuition, mehr auf das Gefühl hören, ne? Und dass es dann auch Menschen retten kann, Unternehmen retten kann, Geld spart, so in die Richtung. Dass es für Business gut ist, vielleicht auf Intuition zu achten. Das wäre so ein neues Narrativ. Dann könnt ihr vielleicht ein Beispiel dafür finden. Ja. Also ihr macht es ja erstmal live. Ne? Was alle weiter erzählen. Ja, und da komme ich ja. Das war ja jetzt gerade der Mix. Ja, genau. Wenn du mal vielleicht deine eigene Geschichte erzählst, dass es dir dabei geholfen hat, was auch immer. Ja. Das wird aber jetzt schwer. Ich habe gestern gehört, das kommt aus Buddhismus, finde ich aber auch spannend. Also es gibt Buddhisten, die sagen, Menschen, die gerade sollen ältere Menschen betreuen, die Liebe schenken, und dann kommt auch die Liebe in Form von Partnerschaft zu ihnen. Das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das ist aber super narrativ. Ja. So, und jetzt versucht das mal in Richtung christlich zu denken. Ja, also sowas in der Art würde ich das sagen. Ich habe erst gedacht, sollte jetzt vielleicht, ich da was überlegen möchte, vielleicht mal einen Kunden nachfragen. Weil die Hilfe, vielleicht du bist ja Hilfe, ja, das muss jemand machen. So eine Fall, das ist auch eine gute Idee. Die meisten Leute wissen, die meisten Leute wissen.
Ja, freut mich. So, ihr Lieben, jetzt war ich noch nicht bei allen Gruppen. Gibt es schon erste Ansätze? Also wir sind ja im Entwickeln von Narrativen, die es noch nicht gibt, und es geht auch gar nicht um Lösungen, sondern mich interessieren ja Denkwege und Prozesse, wie ihr euch geeinigt habt, wie ihr euch herausbekommen habt, wie ihr euch auf das Problem geeinigt habt. Ich habe jetzt von einer Frau hier gelernt, dass sie eine Verpflichtung zu erfüllen erstmal einen Auftrag braucht vorab. Das fand ich auch interessant, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Also ihr habt jetzt den Auftrag von mir, das zu machen, für die, die das brauchen. Gibt es von euch schon erste Lösungen? Weil ich finde es jetzt super, wenn nicht ich rede, sondern ihr. Wer möchte als Erster was vorschlagen? Und bitte denkt dran, hier sind viele Leute und alle möchten sprechen, also keine Dauervorträge. Schnell und kurz. Gerne. Wer bist du? Edda. Also wir haben zwei Themen bearbeitet. Fürs zweite haben wir noch keine Lösung. Da freuen wir uns dann Hilfe vom Rest im Raum, im Cube. Und das erste war dieser vielgehörte Satz, Kinder brauchen ihre Mütter, das Narrativ. Und das, was da mitschwingt, ist natürlich Kinder, die früh in die Kita kommen, das sind dann Rabenmütter oder Väter sind kein Ersatz. Und wir haben uns dann überlegt, das einfach umzuerzählen in das Narrativ, dass die Sozialisierung in der Gemeinschaft weitaus besser, du konntest das besser sagen als ich. Ich habe gesagt, je früher ein Kind unter Gleichaltrigen sozialisiert wird, umso besser kann es sich entwickeln. Findet ihr das Narrativ überzeugend? Ich applaudiere mit. Großartig. Guckt mal, jetzt habt ihr in einer Viertelstunde ein überzeugendes Narrativ entwickelt. Was macht das jetzt mit den restlichen Gruppen von euch? Seid ihr jetzt frustriert? Spornt euch das an? Wollt ihr jetzt auch unbedingt was vorschlagen? Wie ist das so? Ihr wollt gerne. Wer bist du? Ich bin die Lissi und ich komme aus Kaiserslautern, dort von einem innovativen Hochschuleprojekt der offenen Digitalisierungsallianz Pfalz. Genau, ich bin die Christine, ebenfalls von der Hochschule Kaiserslautern aus dem Projekt. Und wir sind ein großes Vorhaben und unser Narrativ ist Bühne frei für die Jam-Session, weil wir sind sehr, sehr viele Wissenschaftler und auch wir, die dazugehörigen Mitarbeitenden. Und es geht darum, dass wir die Bühne geben, aber auch es geht darum, dass die Wissenschaftler sich aufeinander verlassen. Jeder muss sein Instrument auch für sich so gut spielen können, dass es dann auch zusammenpasst, harmoniert, manchmal vielleicht auch bewusst disharmoniert, aber die Themen der Zeit in der innovativen Hochschule dann auch eben gelöst werden können. Genau, also wie gesagt, Disharmonie, aber auch Harmonie und gerade in der Zusammenarbeit ein funktionierendes Orchester dann quasi zu haben, womit man dann wiederum auch andere Leute bewegen kann im Endeffekt und wir was verändern können, eben nur gemeinsam mit geballter Stärke sozusagen. Und in dem Narrativ steckt für uns auch darin, Gehör zu finden in der Region, starker Partner zu sein, dass eben dann die Multiplikatoren, die Firmen, die Schüler, die Lehrer eben auch mit ihren Themen an die Hochschule kommen, dass dann Hochschule auch neue Themen und neue Aufgaben überhaupt übernehmen kann. Super, das heißt also, ihr seid diejenigen, die das orchestrieren. Das ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe in der heutigen Zeit, dass man orchestriert und unterschiedliche Stimmen, Player, Instrumente zusammenbringt und auch die Dissonanz aushält. Wie findet ihr das Narrativ? Für eine Hochschule ausgerechnet, wo die Profs sonst immer Sterne sind und Kofferträger haben. Ich finde es auch super. Vielen Dank. Wer möchte noch? Ihr könnt auch sagen, wir sind so weit gekommen, aber weiter nicht. Und dann machen wir ein kollektives Narrativ finden. Das geht auch. Super. Ja, hallo, Alfred mit Maren, Bob und noch ein Kollege, Daniel, haben wir gerade das weiterentwickelt. Maren hat das Beispiel eingebracht mit dem Autofahrer in Berlin, der meistens alleine sitzt, sich über den Stau, über verstopfte Straßen ärgert. Der fiktive Persona, der Paul Klaus, Handwerker, den haben wir aufs Rad gesetzt, auf ein Lastenrad. Wir haben auch schon eine Mentorin, die Tochter gefunden und unser Narrativ ist, Fahrradfahrer sind nicht blöd oder arm, sondern Fahrradfahrer sind glücklicher und reicher wie Autofahrer. Funktioniert das Narrativ? Ja? Okay, super. Also es gibt verhaltenen Applaus, aber auch yay, ich finde, das reicht und der Rest wird dann vielleicht noch nach und nach überzeugt, wenn ihr das Storytelling zu dem Narrativ dann noch entwickelt. Ne? Sehr schön. Super.
Genau, Radfahren ist auch ein großes Thema. Ich komme jetzt mal zu euch hier hinten. Stefan, kenne ich? Ja, guten Tag, hallo. Wir haben uns mit dem Problem auseinandergesetzt, dass es ja sehr viele Kippen gibt, die überall rumliegen, die halt weggeschmissen werden. Vor allem auch wegen des Problems, dass man, wenn man sie ausmachen will, muss man sie ja, ja eigentlich doch hinten unten runterwerfen, kann ihn schlecht in der Hand ausdrücken. Deswegen wollten wir dann irgendwie so ein, ja, vielleicht so eine Tasche, so ein Gefäß irgendwie etablieren, wo man es halt ausmachen kann und zum nächsten Behälter dann halt transportieren kann. Die sollten möglichst auch irgendwie ziemlich cool aussehen, vielleicht so ein bisschen einen schon so, ja, so in die Hipster-Richtung bringen. Und unser Narrativ ist, ich mag's schmutzig, aber nicht, wenn ich rauche. Wie findet ihr diesen Claim? Ist doch großartig, oder? Ich habe mir gerade so vorgestellt, so ein Armband, so mit James, ne? Und eins ist dann so mein Kippen, ja, oder auch sowas, ne? Total super, ist, glaube ich, voll das Mädchenthema. Sehr schön, danke, Stefan. So, wir haben noch Zeit für weitere Narrative. Sehr gut. Hallo, ich bin Sarah. In unserer Gruppe hat so ein bisschen internationale Mobilität dominiert. Liegt daran, dass wir zu zweit waren aus dem Bereich. Unser Versuch, eine Narrative aufzubauen, ist von einer Narrative ausgegangen, die so nicht mehr funktioniert, nämlich dass Auslandsaufenthalte per se von sich aus dazu führen, zu Weltoffenheit führen in den mobilen Personen. Und davon sind wir ausgegangen. Also Studenten, die ins Ausland gehen, kommen nicht unbedingt zurück und haben mehr über ihre eigenen Denkmodelle, Werte oder dass diese auch nur gemacht sind, gelernt. Und den Mut haben wir gehabt, das zu erkennen. Das Ziel, was wir beschrieben haben, ist eben die Notwendigkeit, Grenz- oder Fremdheitserfahrungen zu machen, die dazu führen, dass man weltoffen ist oder weltoffen wird. Und genau. Welches Beispiel? Und dass man eben weniger wertet, sondern erstmal hinnimmt, beschreibt und anschaut, bevor man sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Das aktuellste Beispiel ist im Moment eine Politikerin, die im Bundestag sitzt, relativ weit vorne. Das ist eine DAAD-Alumni, die war in den USA und in Asien und es hat leider nicht bei der zu großartig Weltoffenheit offenbar geführt. Die Narrative, die man jetzt daraus entwickeln könnte und vielleicht noch ein bisschen dran trauen muss, ist, dass Auslandsaufenthalte an sich nicht zu eine Erweiterung der Perspektive oder eine Reflexion über die eigenen Denkmodelle führen, sondern dass es da ein bisschen Nachhilfe braucht, dass man die Leute unterstützen muss, vorher, nachher, währenddessen über sich selbst und die eigenen Modelle zu reflektieren und ja, Fremdheitserfahrung. Kurzfassend ist auch noch. Also ich finde dieses Beispiel ganz besonders toll, weil wir alle oder die im Ausland waren immer dachten, wir kommen zurück, sind weltoffen und lieben dann die Welt, wie sie ist. Und es ist auf einmal ganz anders, dass viele Leute, wenn sie im Ausland waren, so sagen, oh Gott, ich komme mit diesen anderen Menschen gar nicht klar. Und dann umso mehr wieder diese Einstellung haben, wir sind toll und die anderen sind dumm und die wissen nicht, was sie tun, und die sind so dreckig und alles Mögliche an Vorurteilen. Und deshalb finde ich das super, dass ihr euch mit diesem Narrativ beschäftigt und sagt, das stimmt nicht. Nur weil ich im Ausland bin, werde ich nicht weltoffen, sondern ich brauche noch ein bisschen mehr. Und deine Idee war halt, dass man sagt, man muss Menschen in irgendeiner Form begleiten in der Erfahrung und so eine Art Erfahrungsmentoring mit Fremdheit vielleicht entwickeln und dazu Narrative entwickeln. Und diesen Gedanken finde ich ganz, ganz toll. Und bei der Übung in der Social Media Week, wo ich das schon mal gemacht habe, war eine Frau, die arbeitete für ein Orchester. Und in diesem Orchester waren sehr viele Orchestermitglieder in einer rechtspopulistischen Partei und die waren ständig im Ausland unterwegs und die hatten dann sich auch ein Narrativ überlegt, wie man diese unterschiedlichen Orchesterspieler, die aus 56 verschiedenen Ländern kamen, miteinander so harmonieren kann, dass sie zusammen ins Ausland fahren können. Also es ist ein großes Thema und das Problem anzusprechen, finde ich, ist etwas, was in Deutschland schon mal sehr wichtig ist. Also von daher danke ich euch für das Beispiel. Wir haben noch eine... Wir können auch eine Gruppe vorstellen. Wer möchte noch sagen, worüber ihr gedacht habt? Bitte noch eine. Ja, super, Barbara. Danke.
Ja, wir sind tatsächlich auch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Ich wird hier gerade, ja, genau, ja. Also wir hatten so das Thema Diversität ziemlich schnell irgendwie gefunden, was daher kam, dass du gesagt hast, oh, darf ich überhaupt mitmachen, weil ich bin ja ein Mann und ihr seid irgendwie Frauen. Und darum hatten wir das Thema sehr, sehr schnell gefunden, haben dann aber auch viel irgendwie darüber geredet, weil das einerseits da, was damit zu tun hat, also bei mir selbst, ob ich da anfange oder was das halt für Teams bedeutet. Und am Ende sind wir nicht ganz so weit gekommen, aber angefangen mit homogene Teams kommen halt zu einfältigen Lösungen und ein vielfältiges Team sorgt halt dafür, dass man auch mehr Empathie entwickelt für Zielgruppen, Kunden, was auch immer und sich besser einfühlen kann und mehr Toleranz entwickelt generell. Wir hatten das Gefühl, wir sind noch nicht fertig. Also das, ja, dann war es doch gut. Ja, und jetzt komme ich zum Schluss auch schon zu dieser Session, weil mein größter Wunsch war, dass ich euch das Gefühl geben wollte, dass ihr wisst, dass ihr das könnt. Ihr habt es alle geschafft, Narrativ zu entwickeln. In kurzer Zeit. Also so, weiß ich nicht, Speed, wie sagt man das denn jetzt, Narrativ erzählen, weiß ich nicht, habe ich mir noch nicht ausüberlegt. Jedenfalls finde ich das total toll, dass ihr da mitgemacht habt, dass ihr die Geduld hattet, dass ihr euch getraut habt, nachzudenken, nicht zu wissen, was kommt, dass ihr euch auf dieses Wagnis eingelassen habt und jetzt eigentlich alle mit dem Gefühl gehen könnt, hey, wir haben hier was gemacht, wir haben was entwickelt, wir sind intuitiv, wir sind kreativ und ja, die Schwelle in das Unbekannte ist vielleicht doch nicht so hoch, wie ich das mir gedacht habe und mit diesem Gefühl möchte ich, dass ihr noch einen schönen, schönen Abend auf der Republika und bei der Media Convention habt und dass ihr vielleicht, in welchem Kontext auch immer, diese Arbeit weiterentwickelt und auch bitte erzählt, dass es Sinn macht, Narrative zu entwickeln und wo auch immer ihr seid, versucht es weiterzuführen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an dich, nochmal von unserer Seite. Vielen Dank an euch, dass ihr ja auch bei dieser letzten Session hier im Cube so toll mitgemacht habt, noch so aktiv wart und so tolle Dinge entwickelt habt. Genießt die letzten Stunden, du auch. Und wir freuen uns, dass du hier warst. Wir freuen uns, dass ihr hier wart. Genießt den Rest und ein großes Dankeschön. Danke, bis zum nächsten Jahr im Cube. Applaus